Was sind gesunde Lebensmittel? Gesunde Lebensmittel sind solche, die gesund sind für den Körper und für die Psyche. Und ich würde sagen, gesunde Lebensmittel sollten auch für den Planeten Erde gesund sein und sollten auch keinem Lebewesen schaden. Wir sollten Lebensmittel nicht nur beurteilen danach, wie gesund sie für den Menschen sind, sondern auch für weitergehende Auswirkungen. Gesunde Lebensmittel kann man in 4 Kategorien einteilen: Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Gemüse, Salate und Obst. Wenn du diese 4 regelmäßig zu dir nimmst, dann hast du eine gesunde Ernährung. Der Tipp wäre also: Verzichte auf Fleisch, auf Fisch, auf Eier, verzichte natürlich auf alkoholische Getränke, verzichte auf Auszugsmehle, verzichte auf weißen Reis, verzichte auf zu viel Zucker, am besten kein Industriezucker und auch ansonsten wenig anderen Zucker, und dann hast du gesunde Nahrung. Also gesunde Lebensmittel, im Grunde genommen Lebensmittel, die zu der Kategorie Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Gemüse, Salate, Obst gehören, sind in jedem Fall gesund. Zusätzlich kannst du auch noch etwas Nüsse zu dir nehmen und Saaten und kaltgepresste Öle, aber das ist fast schon der Zusatz. Und so kannst du gesund dich ernähren und kannst vieles tun für die Gesundheit des Körpers. Natürlich, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ansprüche. Aber wenn du das Krankmachende weglässt, ist schon viel gewonnen. Und wenn du, es sei denn, du hast Sonderkrankheiten, wenn du dich ernährst von diesen 4 Nahrungsmittelkategorien, dann ist es gut. Und dann kannst du auch noch deiner inneren Intuition vertrauen. Vielleicht auch noch etwas über gesunde Lebensmittel, egal wie gesund etwas ist. Normalerweise ist es gut, nicht zu viel von dem gleichen Lebensmittel zu essen. Ja, es gibt manche, die fühlen sich mit der gleichen Diät jeden Tag wohl. Aber dann gibt es nur bestimmte, die das dauerhaft aushalten. Es ist ja das Jahr 2018. Viele haben Weizenallergien, manche haben Kornallergien, wieder andere haben Sojaallergien und so weiter oder Unverträglichkeiten. Wenn du nicht zu viel von einem Lebensmittel isst, dann braucht es das nicht. Iss mal Roggenbrot, mal Weizenbrot, mal Dinkelbrot, aber iss nicht zu viel Brot. Iss mal Vollkornreis, dann Hirse und Quinoa und Buchweizen und Gerstenbrei und so weiter. So, und Kartoffeln, und dann hast du ein breites Angebot. Anstatt immer nur Tofu, iss mal Linsen, grüne Linsen, schwarze Linsen, rote Linsen, Azuki-Bohnen und so viele andere Bohnen gibt es. Und so hast du ein gewisses Spektrum. Und genauso auch gibt es Äpfel und Orangen und Mandarinen und Bananen und Erdbeeren und Kirschen und Mirabellen und Zwetschgen. Also viele verschiedene Obstsorten. Wechsle etwas ab und so hast du genügend Auswahl für deinen Körper. Man nimmt ja an, Mensch war früher ein Nomade und er ist von hier nach dort gewandert. Und daher ist der Mensch darauf ausgerichtet, verschiedene Lebensmittel zu bekommen. Nicht alle in der gleichen Mahlzeit, aber doch im Laufe des Jahres ein breites Spektrum. Und dann kriegst du gesunde Lebensmittel für ein gesundes und erfülltes Leben. Mehr Informationen über eine gesunde Ernährung, insbesondere die Yoga-Ernährung, die ja nicht nur gesund ist für den Körper, sondern eben auch für die Psyche, für die Umwelt und für die Geschöpfe in dieser Welt, auf www.yoga-vidya.de